Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Let's Play Soul Zero. Ja, es ist gerade ein wenig staubig auf dem Mars. Da ist irgendwie so ein, Sandsturm oder keine Ahnung, was wir hier gerade erleben. Da ist gerade jemand rausgelaufen. Little Bug hier im Spiel. So, gut. Womit haben wir uns letztes Mal überhaupt beschäftigt? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Das ist schon so lange wieder her. Das ist echt ein bisschen doof. Also wir wollten, glaube ich, auf jeden Fall mal gucken, dass wir hier dieses Zeug irgendwie... Ach ja, genau. 3D-Drucker. 3D-Drucker. Das ist das Stichwort. Das wollten wir machen. Muss ich nur meinen einen... Muss ja mein einer Astronaut, den suche ich hier schon die ganze Zeit. Und ich finde ihn nicht. Da steht er. Genau, wir haben ja hier den... Achso, wir haben ja schon einen gebaut. Mensch. Autoprint. Aber... Genau, ich wollte noch rausfinden, wie das Ding überhaupt so funktioniert. Na gut, können wir später auch nochmal machen. Oh, wir können ein Monument bauen. Wofür braucht man denn das? Wir bauen es einfach mal. Wo kannst denn hin? Muss es denn irgendwo angeschlossen werden? Rotate with Tab. Wir stellen es einfach mal hier hin. Hä, ja, aber wie sollte denn der... Ach so, ja, dafür braucht man dieses Ore. Oder haben wir eigentlich da genug drin? Jetzt fahren wir da mal hin. Wo will er denn jetzt hin? Hey, 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 hey. Bro, bleib mal hier. So, das Monument ist fertig. Clear Independence. Ach so, Unabhängigkeit können wir erklären. Nein, das möchten wir nicht. Lieber nicht. Das lassen wir mal. Aber wie kriege ich jetzt das Ore da rein? Das muss ja auch irgendwie funktionieren. Wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Digga, bleib hier. So, fahren wir das Teil erstmal ein bisschen weg. Da muss es noch irgendwie einen anderen Trick geben. Was ist das? Lower to... Mine the melting surface, drive a mineral extractor, process raw into usable materials. Na, sowas wollten wir doch haben. Wo stellen wir es hin? Wo stellen wir es hin? Wo stellen wir es hin? Stellen wir es mal. Wir stellen es einfach mal hier hin. Zack! Und der Sandsturm ist auch weg. Jetzt ist es wieder ein bisschen heller hier. Sehr schön. Sehr gut. So, was wir auf jeden Fall noch bauen müssen. Ist. Kommt da jetzt noch ein Stapler? Ejo, der kommt noch. Was wir auf jeden Fall noch bauen müssen. Obwohl, haben wir jetzt noch Probleme? Ja, nicht wirklich. Also was hier die. Aber ich glaube, wir können trotzdem noch so ein bisschen hier ausbauen, dass wir hier noch so ein Habitat bauen und ja, dann einfach noch mehr Kolo. Also Einwohner hier hochholen, dass wir dann, ja, nicht mehr haben. So, jetzt können wir mal gucken, dass wir hier, mal sehen, das geht bestimmt irgendwie. Return to Refinery. Und der macht dann daraus Material. So, genau, jetzt fängt der 3D-Drucker hier auch an zu drucken. Und druckt uns jetzt hier diese Boxen, die Supplies, damit wir bauen können. Jetzt sind wir auf einem guten Weg. Die Sendung hat zwar ein bisschen, die Folge hat zwar ein bisschen verpeilt angefangen, sage ich mal, aber mittlerweile geht es ja schon. Okay, dann können wir jetzt ja auch noch ein bisschen mehr abbauen. Müssen wir jetzt nochmal gucken. Gypsum ist weiß. Das können wir auch mal abbauen. Vielleicht schicken wir dann mit der nächsten Fuhre auch noch so ein Gerät wieder hoch. So ein Extractor, so ein Miner hier.
Müssen wir mal gucken. So, jetzt können wir. Was können wir denn noch so Schönes bauen? Radar, wofür brauchen wir ein Radar? Radar Arrays provides Advanced. Material Impacts, Dust Storm, Build Material Radars Array to increase the Warning Time. Also kriegen wir eine frühere Warnung, wenn irgendwie ein Meteoritenschauer oder sowas kommt. Warum nicht? Momentan drucken wir unsere eigenen Supplies und von daher können wir uns auch mal was gönnen hier oben. Ding stellen wir mal hier hin. Zack. So, du sollst noch ein bisschen abbauen dort. So. Dann fangen wir natürlich jetzt hier weiter an, noch auszubauen. Und dann haben wir eigentlich jetzt, ich glaube, so ziemlich alles auch wirklich schon gebaut. Aber jetzt haben wir hier noch das Radar. Wir können jetzt noch mal was starten. Das machen wir doch einfach mal. Ich gucke uns das mal an, weil wir können ja hier noch diesen Wettersatelliten, den wollte ich eh schon mal immer mal haben. Und den schicken wir einfach mal nach oben. Jetzt brauchen wir aktuell ja nicht so viel von der Erde. Supplies drucken wir ja momentan selber und von daher eigentlich läuft alles momentan ganz gut. Weather Satellite deployed. Genau, jetzt haben wir ja Radar Arrays gebaut, den haben wir ja hier schon. Naja, gut. Warten wir es mal ab, wann der nächste Wettersturm hier kommt. Okay, so, jetzt nimmst du dir noch ein Supply und dann bauen wir hier nochmal so einen Flur. Zack. Und der druckt hier immer schön fleißig weiter. Gypsum haben wir jetzt abgebaut. Ist ja schon fertig. Da ist doch noch ein Haufen Zeug drin. Kann er hier nochmal abbauen. So. Jetzt brauchen wir noch ein paar Supplies wieder. Laufen wir wieder zurück. So, dann können wir ja bald vielleicht sogar die Unabhängigkeit erklären. Wer weiß das schon, wenn wir dann gar nichts mehr von der Erde brauchen. Aber erstmal würde ich damit noch so ein bisschen warten. Wir müssen ja hier nichts überstürzen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und, oh, jetzt muss ich mal kurz. Bauen. So. Zack. So, der Weather incoming. Das Storm kommt jetzt gleich. Okay, also so ein kleiner Sandsturm. Aber ich glaube, der macht auch nichts weiter. Was ist jetzt hier los? Offline. Das ist natürlich ein bisschen doof. Na gut, kann aber repariert werden. Okay, der hier hat schon wieder fertig abgebaut. Jetzt lassen wir ihn mal noch. Dieses rote, das ist ja Ore, Eisen, abbauen und dann. Genau so. Ey, jetzt hat er die eine Box geklaut. Ne, jetzt ist schon wieder einer da, schon wieder eine neue ausgedruckt. Perfekt. Dann können wir nämlich jetzt so ein Habitat hier noch hinsetzen. Warum ist hier eigentlich die Tür zu? Stehe ich nicht. So, jetzt laufen da natürlich wieder Leute rum. Das heißt, man kann die Tür nicht aufmachen. Jetzt sind sie, glaube ich, weg. Weil die dackeln ja hier direkt wieder rein und ersticken, weil kein Sauerstoff da ist. Ist auch jetzt schon wieder passiert. Also, das ist noch so ein bisschen unlogisch, würde ich mal sagen. Macht nicht so ganz so viel Sinn. Okay. Ja, die Zeit ist eigentlich schon wieder um.
Gleich. Noch nicht ganz, aber gleich. Jetzt hat's vibriert. Vibriert, das wollte ich sagen. Das heißt, die Zeit ist abgelaufen und unsere Folge ist schon wieder zu Ende. Wir haben ja ein bisschen was geschafft. Wir können jetzt das, was wir hier abbauen, können wir jetzt auch verwenden. Und wir können jetzt 3D drucken, von daher ist, jetzt kommt es auch nochmal, jetzt wird es nochmal ein bisschen schöner hier. Also wir haben schon einiges gebaut, ihr seht es ja hier. Wirklich krass, was sich hier schon alles entwickelt hat. Und wir sind ja fast am Ende, also ein paar Folgen wird es sicherlich noch geben, einen auf jeden Fall. Und da hoffe ich, dass wir uns da wiedersehen und ansonsten wünsche ich euch, ja, oder hoffe ich, dass es so, und ich wünsche euch einen schönen Tag auf jeden Fall noch. Aber ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben und schreibt es gerne auch in die Kommentare. Abonniert uns, wie auch immer. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, tschüss, ciao, euer David von meinika.de.